Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zum Karrieremodus von Planet Zoo. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Ha, ich musste neu laden, den ganzen Kram, weil die alle so stuck waren. Aber als ich dann neu geladen habe, da war dann alles okay. Und ja, jetzt hoffe ich, dass alles okay ist bei den Leuten hier. Ich habe ein paar kranke Affen, Schimpansen, ich weiß nicht wieso. Ich habe das auf höchster Geschwindigkeitsstufe laufen lassen. Und ja, jetzt haben wir wieder 5000 Tier verstorben. Oh. Unser Nilwaran ist tot. Und das, obwohl ich jetzt gerade erst die Babys verkauft hatte. Wusste nicht, dass das so doof ist. Haben wir noch, können wir noch Nilwarane kaufen? Schade. Das wäre vielleicht noch ganz gut, wenn wir Nilwarane hätten. Das tut mir ganz so leid, dass der tot ist. Naja, dann lass mal die anderen Tiere reinholen. Wir haben ja noch diese Galapagos-Schildkröte. Und wir haben noch einen Königstiger. Lass mal erst die Schildkröte machen. Und dann den Königstiger. Die Schildkröte muss natürlich hier in diesem Gehege sein. Das ist ja, wie vorhergesehen, für Schildkröten. Ich musste es einfach nur laufen lassen, bevor ich Geld gekriegt habe. Also wenn ihr euch fragt, wie man das macht, dann einfach so. Lass uns die Galapagos-Schildkröte reinholen. Die kommt dann hier rein. Und dann sind die Leute auch gleich wieder ein bisschen entspannter, denke ich mal. So, hier gibt es dann nochmal Spendenkästchen, sodass wir hier ein bisschen Geld verdienen können. Und ich würde ganz gerne hier noch ein bisschen was hören über Schildkröten. Wir machen es ganz laut. Ganz laut über Schildkröten. Jetzt aktuell reden die noch über chinesische Schuppentiere. Aber bald dann über die Schildkröten. Dann können wir an der Stelle mal das hier aktivieren wieder. Seid ihr beide in Betrieb? Sehr gut. Dann wird das hier sauber gemacht. Dann fehlt jetzt nur noch hier das Wasser bei den Schimpansen. Da muss ich nochmal gucken, wo wir da das Wasser reinigen können. Ich glaube, das ist... Achso, das ist an. Müssen wir gucken. Haben keinen Arbeitsbereich. Das weiß ich. Machen das Wasser einfach weg. Was haben die jetzt davon? Machen wir das als Arbeitsbereich 4? 3 noch. 3 macht dann auch nochmal hier die Schildkröten. Schildkröte. Die lebt jetzt hier. Die Schildkröte lebt jetzt hier. Sehr gut. Großes Gehege hier für unsere kleine Schildkröte. Das sieht gut aus. Was ist denn das? Efeuflechte, das ist mal weg. Dann wird die auch ein bisschen zufriedener. Ernährung fehlt jetzt noch. Wir gucken mal nach Galapagos Schildkröte. Ach, guck mal. Ein Hundeball. Einen mittleren Futtertrog. Ein Sprinkler. Und ein wenig Wasser. Da unten hat sie das Wasser, dann hat sie hier das Wasser. Und schon ist alles okay. Für die Schildkröte. Achso, wir brauchen noch einen Hahn und einen Hardshelter hier. Eigentlich. Aber das ist alles nicht so wirklich für Schildkröten gemacht. Das ist irgendwie blöd. Müssen wir also doch selber bauen. Haben tatsächlich noch nichts gebaut hier in dem Zoo. Das ist schon krass. Zählt das jetzt? Als stabiler Rückzugsort. Oder was? Zählt das? Scheinbar nicht. Dann machen wir es weg. Dann braucht die keinen stabilen Rückzugsort, dann ist das einfach so. Naja. Die ist trotzdem zufrieden. Das passt. Oh, sind da wieder welche stuck? Das wäre mega blöd. Die sind einfach gesprungen, ne? Hoffe ich. Okay, da habe ich den Weg weggemacht. Es kann auch sein, dass ich deswegen hier Probleme hatte. Also als ich gesehen habe, dass hier welche stuck waren, da
bin ich leicht angefressen gewesen. Okay, dann kommt hier eine für diesen Coffeeshop hier. Sehr gut, hier gibt es nochmal was für ein bisschen teurer. Dass wir wenigstens 55 erreichen. Der Missy... Ah ne, wie heißt der? Street Fox Coffee, ne? Cosmic Cow Milkshake, den machen wir jetzt nicht auf. Hier oben ist noch ein Monsieur Frito. Den machen wir aber auf. Das sind viele... viele Dinger, die wir hier aufmachen können. Hier wäre es noch ein Maxi Latte. Maxalente. Maxalente. Hier ist der Monsieur Frito. Da haben wir es ja schon den Preis angepasst. Hier sind die Schimpansen. Die sind unzufrieden. Wirkt zumindest so. Toilettenblock ist ausgefallen. Warum? Technisches Problem. Techniker ist gerufen. Und hier sollte auch mal ein Techniker gerufen werden. Eigentlich sollten wir mal Techniker haben, die sich nur um die Toiletten kümmern. Das geht eigentlich gar nicht, was hier abgeht. Okay, wir haben hier zwei Nivarane, die wir reinhauen. Weiß gar nicht, wie viele haben wir hier? Einen. Karim. Karim lebt hier immer noch. Ah gut. Bei den Löwen haben wir mittlerweile auch wieder Babys, ne? Ganz genau. Das ist mittlerweile eine große Löwenfamilie hier. Die auch gut frisst. Die dann auch gut Geld kostet. 12.000 für Löwenfutter hier. Nice. 7.000 im Minus. Woran liegt's? Rückerstattung. Ah, die sind nicht zufrieden mit dem Besuch, die Zoobesucher. Warum auch immer. Warum? Ich habe Durst. Sieht voll aus. Sieht voll aus. Der ganze Müll hier ist ja widerlich. Der ganze Müll hier. Wie viel Müll ist denn da noch? So viel Müll kann ja gar nicht mehr sein. Hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Die sind negativ beeinflusst. Hier liegt noch Müll. Also so viel Müll ist hier gar nicht mehr. Das habe ich schon mal schlimmer gesehen. Also seriously, habe ich schon mal schlimmer gesehen. Ökotourismus. Können wir nicht ersetzen, wir haben keine 30. Nice, sind wir wieder minus gelandet. Und das, obwohl wir hier unsere Silbersachen machen. 10 Tiere sind noch zu platzieren. Der Tigereimer und die Varis. Dann sollen wir das Fahrgeschäft nochmal machen und wir sollen 3,5 Sterne kriegen. Viele Gäste denken, dass die Tickets günstig sind. Das finde ich ist eine sehr gute Aussage von den Gästen. 26 und 18 machen wir das mal so. Kinder kosten immer weniger. Sehr gut, wir kriegen wieder mehr Geld hier. Oh, hallo, der dampft da richtig. Gleich mal jemanden hinschicken. Gehegebarriere ist beschädigt. Auch gleich mal jemanden hinschicken. Brauchen mehr Techniker, glaube ich. Aber wir haben hier einen, der immer noch forscht. Das ist ja Larissa. Das ist ja blöd. Okay, wir brauchen unbedingt Techniker. Jetzt haben wir 7 Zoopfleger. Jetzt haben wir 6 Techniker. Müsste auch mal reichen langsam. Die sich hier um das Ganze kümmern. Wäre doch schon mal nicht schlecht. Sehr gut. Dann lass mal den... Königstiger? Ne, lass mal lieber die Varis machen. Sehr gut. Alle auswählen. Die Varis kommen dann hier rein. Ganz genau. Dann heißt das hier Vari. So. Da brauchen wir auch noch einen neuen Mitarbeiter. Der sich hier drum kümmert. Machen wir mal einen neuen Arbeitsbereich. Arbeitsbereich 4. Das ist deins, das ist auch deins. Die Vivarien hier oben sollen dir auch noch gehören. Und das Gehege hier, wenn das fertig ist, gehört auch noch dir. Und eigentlich auch das. Weil dann haben wir das nämlich schon mal. Sehr gut. Arbeitsbereich... Oh Mist, jetzt habe ich noch Arbeitsbereich 5 gemacht, das ist falsch. Das soll ja Arbeitsbereich 4 sein.
Arbeitsbereich 4. Ich wollte mir das angucken, welche Dinger da drin sind. Die hier, ne? Vari, keine. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Dann lass uns auch gleich hier nochmal Tiere in die Vivarien machen. Ersetzen wir den ganzen Kram mal. Weil Vivarientiere sind ja auch reine Geldmaschinen. Das wissen wir ja mittlerweile. Und wir brauchen hier oben Spendenkästchen. Damit hier ein bisschen was gespendet werden kann. Und dann gibt es hier den Markt für Vivarientiere. Und da brauchen wir jetzt die, die am beliebtesten sind. Wie zum Beispiel diese Krustenechse oder die gelbe Anaconda. Nehmen die Krustenechse. Todesotter. Hier noch eine Todesotter. Kriegen wir noch eine Krustenechse? Was war das? Ein Weibchen. Kriegen wir noch ein Männchen? Dich dann. Todesottern haben wir. Gibt es auch Skorpione? Die geben immer viele Babys. Sehr gut. Können wir die jetzt erstmal platzieren. Hier kommt die Krustenechse rein. Hier die Skorpione. Und hier drüben die Todesottern. Sehr gut, dann müssen wir das jetzt erstmal einstellen für die. Todesotter. Krustenechse und haariger Skorpion. Lass mal lieber so machen erstmal. Dann müssen wir die Temperatur noch einstellen. Und das Wasser muss runter. Die Feuchtigkeit. Das muss höher, das muss auf 40 Grad bestimmt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Ja. 40 Grad ist, glaube ich, eine gute Sache. Sehr gut. Fenster 2 kriegt eine 3D-Fassade. Fenster 1 kriegt eine 2D-Fassade. Und Fenster 4 kriegt auch 3D. Sehr gut. Wie sieht das bei dir aus? Kann die Temperatur auch noch ein bisschen hoch. Und die Feuchtigkeit muss auch ein Stück runter. Sehr gut. Das war ja nice. Können wir jetzt hier die Fenster auch noch zumachen. Hinten wie immer 2D. 3D. Und 3D. Sehr gut, dann haben wir hier die Vivarien. Und wie schaut es bei dir aus? Temperatur nur ein bisschen erhöhen. Feuchtigkeit auch ein bisschen erhöhen. Bisschen mehr sogar. Fenster 2 ist 2D. Fenster 1 3D. Fenster 3 ist auch 3D. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Ah, die könnten von der Seite auch noch reingucken. Da mache ich mal hier leer. Und das ersetzen wir. Und dann steht hier auch noch Todesotter. Geht das hier drüben auch? Okay. Ersetzen. Haariger Skorpion. Und dann muss das Fenster auch nochmal auf. Und leer. Ganz genau. Sehr gut. Hoffentlich kommen hier 2-3 Leute hin. Können wir das nochmal ersetzen? Und das ersetzen. Und das ersetzen. Und das auch. Ökotourismus. Klimawandel. Und was können wir noch machen hier? Regeneration der Ozonschicht. Ganz genau. Das ist das Thema hier oben. Sehr gut. Dann haben wir das ja schon mal. Dann können wir hier eigentlich nochmal ein weiteres Vivarientier reinmachen. Wobei, warte mal. Müssen uns einmal kurz angucken, wie es unseren Varis geht. Die sind zufrieden mit dem ganzen Zeug. Dann fehlt nur noch Lebensqualität, um was zu essen. Machen wir das mal direkt. Roter Vari.
Hier unten gibt es was zu essen. Und was zu trinken. Und hier hinten gibt es dann nochmal Futterspielzeug, Wasserspielzeug. Sehr gut. Dann haben wir das ja schon mal. Weiß nicht, wie sieht es aus. Haben wir hier irgendwelche Sachen? Nee. Okay, dann ist die nächste Sache, bevor wir hier die letzten... Ja, wobei, lass uns erstmal nochmal das letzte Vivarien hier machen. Sollen wir Leguan reinmachen? Kann man machen. Kann auch drüber nachdenken, hier eine Anaconda reinzumachen. Machen wir das mal. Gelbe Anaconda und Männchen. Brauchen wir jetzt noch eine gelbe Anaconda und Weibchen. Ich glaube nicht, dass wir die hier unten kriegen. Sieht zumindest nicht so aus. Egal, tun wir nur eine rein. Vielleicht kommen ja zwei, drei Besucher hier hoch. So, Temperatur kann ruhig ein bisschen höher. Das ist ein relativ kleines Fenster direkt. Und die Feuchtigkeit muss hoch. Das ist bestimmt 90%. Nicht ganz. Ja, sehr gut. Fenster 1, 3D. Man kennt es mittlerweile. Fenster 2, 2D. Und Fenster 3, 3D. Sehr gut. Nice. Und unser Pfleger ist ja auch hier oben eingestellt. Das heißt, dass hier die Tiere auch hochkommen. Das heißt, dass hier auch eventuell Besucher hochkommen. Schön wäre es auf jeden Fall. So. Sollen wir den Tiger machen oder sollen wir lieber die Strecke fertig machen? Nimm das gerettete Exemplar der Tierart auf und platziere es. 17 von 20? Achso, das ist, weil unsere Varis noch nicht fertig sind. Nehmen wir den Königstiger mal auf. Der muss ja dann hier hin. Königstiger. Das ist ja dann das Königstiger-Gehege. Nice. Wie sich das mit dem Geld langsam entwickelt. Wie sieht es aus mit unserem Darling? Können wir den ein bisschen zurückzahlen noch? Müssen wir uns erstmal keine Gedanken drüber machen. Und das hier wird dann nochmal Mitarbeiterbereich 1, ne? Genau. Eins kriegt auch nochmal die Tiger hier. Kümmern wir uns gleich drum. Dass sie dann 100% oder dass der dann 100% zufrieden ist. Sieht hier aus. Ist hier immer noch kein Techniker gewesen. Ich verstehe das langsam nicht. Wir haben so viele Techniker. Der macht nur die Gehegewände. Kannst auch gleich Einrichtungen machen. Aha. So, wie sieht's aus bei unseren Mitarbeiterräumen? Der Große ist geschlossen, dann öffnen wir den mal. Vorteil. Pausenraum. Pausenraum. Pausenraum und Pausenraum. Sehr gut. Was haben wir geschafft? 3,5 Sterne. Nice. Nice, nice, nice. So, wir brauchen jetzt mehr Geld mit den Pausenräumen. Aber was wir haben, haben wir. Achso, ist da eine gestorben hier oder was? Das ist ja blöd. Ah, die hätten gerne ein bisschen länger noch verweilt. Da ist das halt so. Okay, wir haben die 20 Tiere gerettet. Dann fehlt jetzt noch die Bahn. Gucken wir mal, wie es dir geht. Bisschen wenig Gras kurz. Und für meinen Geschmack auch ein bisschen viel Wasser tatsächlich. Hier unten vielleicht ein bisschen besser. Dann ein bisschen mehr Erde hier. Auch hier in deiner kommenden Höhle. Ein bisschen mehr Gras kurz hier an die Seiten. Sehr gut. Das passt ganz gut. Der Baum ist nicht gut für den. Okay, wir holen den zurück. Der Baum steht da jetzt an der Seite. Hatte ich den sogar zwei. Naja gut, dann ist das halt so. Den müssen wir halt hoch
ziehen hier den Baum. Und den auch. Und den auch. Wir müssen die ja mal ganz gut hinstellen, die Bäume. Sonst ist er noch ein bisschen unzufrieden. Der Teaser. Na komm, was ist das? Der blaue ist ja gut. Der Rest passt eigentlich. Ich mach das nur für mich. Ich glaube nämlich, den Tieren ist das egal. Sehr gut, dann haben wir den Königstiger hier. Pflanzen reicht auch aus. Lebensqualität reicht noch nicht aus. Lass auch gleich ein bisschen Bildung noch machen. Für unsere Besucher hier. Wollt ihr was hören über die hier? Wollt ihr auch was hören über die Varis hier vielleicht? Dann könnt ihr vielleicht auch noch mal was spenden für die Varis. Die sind auch süß. Und hier oben drin müssten auch Leute stehen, ne? Ganz genau. Hier. An Oberfläche ausrichten. Sehr gut. Welche Tiere sind hier drin? Schimpansen. Und Varis. Lassen wir mal auf Schimpansen. Dann machen wir hier drüben die Varis rein. Ganz genau. Sehr gut. Das passt ja auch. Wie sieht's hier aus? Sind die Leute mal gekommen hier für die... Hier kommt keiner. Was guckt er sich an? Guckt sich hier Schimpansen an oder was? Schade eigentlich, dass er hier nicht weiter gucken möchte. Hier kommen auf jeden Fall die Makaken rein, denke ich mal. Und hier kommen... Weiß nicht, irgendwelche anderen Tiere rein, die wir noch nicht haben. Und hier muss auf jeden Fall auch nochmal was rein. Ich schätze mal Elefanten oder so. Viele Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Das denke ich aber auch langsam. 30 und 25. Na, wir cashen auf jeden Fall gut ab. Wir können den Darlehen jetzt zurückzahlen. Uff. Ja, komm. Dann gibt es weniger kontinuierliche Ausgaben hier bei Darlehenszinsen. Das waren 1000 immer. Und die Darlehenraten sind 2000 gewesen. Dann sparen wir 3000 jeden Monat. Das ist immer ganz gut. Tier ist am Verhungern. Wie kann das denn sein? Können wir mal einen Tierarzt rufen und einen Tierpfleger? Wieso füttert er die dann nicht? Oh, wir haben sogar ein Baby. Ne, mal ernsthaft, warum füttert er die nicht? Hier unten ist ja ein Futterding. Ah, da ist er. Welchen Arbeitsbereich hat er? Bereich 3. Vielleicht ist Bereich 3 mittlerweile zu groß geworden. Dann ist Bereich 3 jetzt auch noch deiner. Hast keine Vivarien. Denke ich mal. War lange in einer Transportbox, holen wir den mal raus. Tier ist hungrig, Tier ist hungrig, Tier ist hungrig. Ja, die müssen halt was fressen, ne? Müssen die halt, glaube ich, auch selber machen, die Affen. Und der Rest passt dann. Okay, da unten gibt es auch noch Affen fressen. Wie viel? 3 Kilo. Das ist eigentlich nicht so viel. Na komm, dann ist jetzt mal Zeit, dich zu upgraden. Wenn du jetzt in den Mitarbeiterraum gehst, dann kannst du vielleicht ein bisschen besser für die Affen sorgen. Hoffe ich zumindest. Das wäre ganz gut für unsere Äffchen. Und welche Tiere brauchen wir noch annehmen? Wir müssen die Bahn noch reparieren jetzt. Dann machen wir das mal. Wo muss die Bahn hin? Von hier. Vervollständigen. Okay, da so rum. Warum nicht? Sehr gut. Hier fährt er dann rein. Fährt doch hier rein, ne? Sehr gut.
Wie sieht's hier aus? Können wir das auch vervollständigen? Hallo, ich will's vervollständigen. Will einfach nur dahin bringen. Der muss ja hier rum, ne? Irgendwie. Abbrechen. Machen wir das mal selbst. So, da kommst du hin. Das sieht total Planet Coaster-mäßig. Vervollständigung fehlgeschlagen. Nice. Dann ist das hier aber auch Morgs. Müssen halt hier irgendwo hinkommen. Okay, das ist auch Schwachsinn gewesen. Okay, versuchen wir das jetzt mal hier so zu machen. Der muss halt irgendwie darüber. Das geht nicht, weswegen? Blockiert? Wegen dem Baum? Oder was? Machen wir den Baum nochmal zur Seite hier. Vielleicht klappt das ja dann. Sehr gut. Das hat geklappt. Dann führt das Ding dorthin. Vervollständigen wir das hier auch mal. Sehr gut. Dann haben wir hier drüben noch einen. Vervollständigen. Auch sehr gut. Dann fährt er hier rum, hier rum, hier rum. Fährt hier los. Okay. Vielleicht können wir jetzt mal testen. Wir haben es geschafft. Nice. Wow, du hast uns bei dieser Inspektion alle Ehre gemacht. Die Weltvereinigung der Zoos, zoologische Organisationen und ergänzende oder ähnliche Verbände waren unheimlich beeindruckt von deinen Anstrengungen, diesen Tieren so schnell wieder ein Zuhause bieten zu können. Wir hätten vielleicht sogar eine Auszeichnung dafür erhalten, aber ich habe gemeint, dass die Arbeit an und für sich schon Belohnung genug ist. Außerdem wird die Trophäe aus Einwegplastik gefertigt. Du wirst nicht glauben, was ich gerade gehört habe. Die Schulden, von denen ich dir erzählt habe, scheinen nur die Spitze des Eisbergs zu sein. Es sind noch mehr Schulden aufgetaucht. Und du musst sie alle zurückzahlen. Unsere letzte Tierlieferung ist im Zoo eingetroffen. Sorge dafür, dass sie glücklich sind, bevor die Presse eintrifft. Du lieber Himmel, ich habe großartige Nachrichten bekommen. Man wird uns Lin Lin leihen, das Panda-Weibchen. Die Ermittler haben dich völlig entlastet. Offensichtlich hatten sie schon immer Herrn Meyers im Verdacht, etwas im Schilde zu führen. Jedenfalls, ich weiß, das kommt auf den letzten Drücker, aber du könntest nicht zufällig noch ein geeignetes Gehege für Lin Lin bauen? Okay, wir brauchen also ein Gehege für Panda-Bären. Das bietet sich ja an, dass das hier drüben ist. Und wir müssen die letzten Tiere reinholen. Bin ich mal gespannt, welche Tiere das sind. Es sind Lin Lin natürlich, kleine Panda-Bären, Makaken, indische Elefanten und Isabelbären und ein taiwanischer Bär? Was? Wo soll ich die denn alle reinmachen? Hätte ich den Tiger hier, kann ich den zusammensetzen mit dem anderen Tiger? Geht das? Ja, wahrscheinlich geht das, aber das ist wahrscheinlich auch nicht gut. Wahrscheinlich ist das das Beste, weil dann könnte man hier die Isabelbären reinmachen oder so. Und kleine Panda-Bären habe ich auch noch. Wo sollen die denn noch rein? Okay, ich muss auf jeden Fall Gehege bauen, so viel ist schon mal klar. Wie sieht es aus mit dem Geld? Wunderbar. Cashflow ist da. Sehr gut. Fährt die Bahn schon? Boah, die Bahn fährt relativ schnell, oder? Muss das so schnell gehen? Okay, Leute stehen scheinbar an. Stehen scheinbar Schlange hier an der Bahn. Was ist passiert? Dorfstation. Problem. Na Mensch. Ist ja egal. Hauptsache wir haben die Bahn, die hier durch den Zoo fährt. Ja, weiß ich nicht. Warte mal. Können wir hier unten, können wir das bearbeiten? Nee, leider nicht. Nicht in Betrieb.
Ist das egal? Das ist schon mal egal, dass wenn wir das jetzt entfernen, dann ist nur der hier oben nicht funktionabel. Und dann würde ich halt sagen, machen wir hier unten lieber ein Wasserding hier. Der sich dann hier um die Wasserdinger kümmert. Und dann ist hier natürlich... Okay. Das Ding hat da jetzt keinen Strom, ne? Ne. Macht ja nichts. Hier sind ja jetzt dann... Kommen da gleich die... Die Makaken rein. Die können wir eigentlich direkt reinmachen. Und freuen die Leute sich. Immerhin ist das Japan hier. Holen wir uns die Japan-Makaken. Oh, ich habe mir auch Lindelin geholt. Das war blöd. Okay. Japan-Makaken rein. Welches Tier war lange in einer Transportbox? Der war in der Transportbox. Das Tier ist verstorben. Verhungert. Nice. Das macht ja richtig viel Sinn. Und bei den Waris sind auch welche, die Hunger haben. Auch nochmal nice. Wie kann das sein, dass hier kein Tierpfleger kommt? Weiß keiner, ne? Kommt er jetzt erstmal hier. Dann kriegt er jetzt auch nochmal hier Bereich 4. Und dann holen wir uns nochmal einen, der hier Allrounder ist. Der ist Allrounder jetzt. Sehr gut. Einrichtung ist ausgefallen. Einrichtung ist ausgefallen. Einrichtung ist ausgefallen. Sauberkeit stellt ein Krankheitsrisiko dar. Na Mensch. Kommen wir mal gleich rein. Rote Varis. Ein Futterspender. Gibt es nochmal ein extra Ding hier? Bitte. Stellen wir den hier hin. Wo es auch Sinn macht. Okay, das war tatsächlich das Einzige. Dann mal raus. Die sind alle hungrig. Hungrig. Hoffentlich klappt's. Ist das auch für Schimpansen? Wahrscheinlich, ne? Westliche Schimpansen, sehr gut. Dann kriegen die auch noch so ein Ding hier. Hier unten. Kann das auch noch gefüllt werden. Zur Belohnung die Varis. Warum kümmert sich keiner um die Varis? Ich verstehe das nicht. Ist das, weil die Schlange stehen hier an dem Futterding? Ne, dass er ein großes Futter Keepers hat. Dürfte das eigentlich keine Probleme machen. Geht er hier auf jeden Fall durch die Gegend. Und füttert die jetzt hoffentlich. Mit reichlich Futter. Na los. Wie viel ist da drin? Tier ist am Verhungern. Na Mensch. Da ist ein Kilo Futter drin. Das ist ja nicht viel. Kann er das hier nicht erreichen? Ist es deswegen? Das war ja auch doof gemacht von dem. Wie viele Kilo Futter jetzt? Nur noch ein Kilo. Egal, Hauptsache die kriegen ein bisschen was, die Varis. Das wäre nochmal der Hauptgrund, dass er keins von denen verhungert. Ist hungrig. Krustenechse leidet unter niedrigem Wohlbefinden. Die können eigentlich alle mal sich um die Tiere kümmern hier. Warum kommt denn hier keiner hoch zu den Vivarien? Oh Mann, das ist doch blöd. So, du kümmerst dich nur um die Vivarien. Die sind alle vier dein Bereich. Und das ist auch dein Bereich. Arbeitsbereich 5. Soll sich nur darum kümmern. Kann nicht so schwer sein. Die Leute gehen da mittlerweile durch die Gegend. Und wir haben auch die Japan-Makaken, ne? Ganz genau.
Ruckeldi hat das gerade gemacht. Wie sieht's aus hier bei denen? Das sieht okay aus. Lebensqualität fehlt halt noch. Dann lass mal gucken. Die brauchen wahrscheinlich dieselben Sachen wie die Varis. Ganz genau. Hier so ein Futterding. Eine große Plattform hier mit Futter. Kann man hier so machen. Hauptsache, die können da fressen. Und ein Sprinkler können die hier hinten vertragen. Und die können auch hier Getränk, denke ich mal. Und schon sind die ein bisschen zufriedener, ne? Oder halt auch nicht. Jetzt sind die zufrieden. Haben die Stress sonst? Kann ja eigentlich gar nicht sein, ne? Kann eigentlich gar nicht sein. So. Wenn man nach Japan kommt, möchte man auch Japan-Makaken sehen. Und auch was über die hören. Auf Japanisch bitte. Oder auf Plenko. Ah, das ist repariert. Hier kann man noch was über das Amphibiensterben lesen. Und hier gibt es noch was über Regeneration der Ozeanschicht. Sehr wichtig. Und sehr gut. Wie sieht's aus? Okay, wir kriegen wieder Plus. Alles gut. Und pack die mal alle aus hier, die Makaken. Sehr nice. Gibt's hier da Tiere, die verhungern? Nee. Toilettenblöcke sind immer noch kaputt. Veterinärsforschung für die Schimpansen. Sehr gut. Das passt auch. Dann haben wir das alles. Die Bahn fährt hier auch durch die Gegend eigentlich, ne? Die sind alle okay, haben auch keine technischen Schwierigkeiten oder so. Das passt. Dann lass mal gucken. Wir können die Elefanten auf jeden Fall schon mal reinholen. Und das können wir mal hier wegmachen. So, die Elefanten, die drei, die kommen dann hier in das große Gehege. Denke ich mal. Da leben die dann mit der Niala und mit dem Panzernashorn zusammen. Und dann können wir das Ding hier austauschen gegen ein großes Futterding hier. Weil wir können auch zwei haben, ne? Zwei ist vielleicht auch nicht schlecht. Da rollt das Ding. Ah, findet sich ein falsch platziertes Bildungselement. Kann das denn sein? Geschlossener Transformator. Brauchen wir immer noch keinen Strom hier hinten? Vielleicht können wir mittlerweile Strom vertragen hier hinten. Das passt auf jeden Fall. Wasser haben wir jetzt noch nicht hier hinten. Aber wenn wir die beiden öffnen hier, den Golpi Soda, der ist ja auch verbunden. Und Cosmic Cow Ice Cream. Dann nochmal zwei Verkäufer mehr. Und schon läuft das hier. Können wir hier einen Techniker kriegen? Da ist gerade einer dran vorbeigegangen. Kümmert sich nicht um die Sachen. Die Tiere werden um Alpha-Status kämpfen. In der Höhle hier unten drin, oder was? Das ist der Vater. Dann ist das hier das Kind. Müssen wir freigelassen. Der Rest sollte passen eigentlich, ne? Das ist ja noch ein Baby. Das passt doch. Schwuppdiwupp. Haben wir das auch. Hier sind noch die Warane drin. Sind da drei eigentlich drin mittlerweile? Nee, mittlerweile nicht mehr. Sehr gut. Oh, unser sibirischer Tiger ist verstorben. Das ist blöd. Das ist wirklich blöd. Lin ist ein älteres Tier. Dann machen wir hier jetzt den
dieser Bellenbären rein. Könnte vielleicht helfen. Isabel Bär. Müsste dasselbe Stuff sein. Die brauchen, glaube ich, ein bisschen Schnee. Das können wir dann ja nochmal regeln. Und dann brauchen wir noch ein Gehege für Linlin. Das ist noch die Hauptattraktion. Aber ich weiß nicht, ob ich die Panda-Bären mit bei den chinesischen Schuppentieren mit reinmachen könnte. Die kleinen Pandas. Würde das gehen? Wenn die nochmal ihr eigenes Fressen kriegen? Dann muss ich halt die Dinger hier wegmachen. Aber das andere könnte passen. Art kleiner Panda. Die haben halt so ein Futterding hier. Wenn ich das hier unten platziere, passt das auch. Und die wollen halt was zum Klettern, dann kriegen die halt hier so ein Kletterding. Dann passt das auch. Und dann weiß ich nicht, kriegen wir hier noch so ein Kletterding und dann passt das. Kann ich mir auf jeden Fall so gut vorstellen. So, wie sieht's aus? Sind hier schon die Bären drin? Nee, noch nicht. Wann kommen die denn? Die Bären. Dann muss ich das natürlich umstellen, die Geräusche hier. Okay, Panda-Bär kommt an. So, vielleicht findet er das nicht gut, der Panda. Bisschen viel Erde. Können wir ein bisschen... So? Allein wenn wir es so machen, ist schon gut für den. Weiß nicht, rausklettern kann er auf jeden Fall nicht. Sozialverhalten hat ein bisschen Stress. Wenn wir dann hier jetzt Einwegglas machen, sollte er weniger Stress haben. Hat er genug Sachen zum Klettern? Passt. Sehr gut, Lebensqualität brauchen wir noch. So, diesen Hundeball hier zum Beispiel. Und schon ist er zufrieden. Wie sieht's mit euch beiden aus? Oh, geht eigentlich. Bisschen Schnee wäre nicht schlecht. Dann lass mal hier die Klimaanlage reinmachen. Sitzt leider mitten auf dem Baum. Ist ganz schön uncool. Verkleinern wir auch mal den Radius. Sehr gut. Dass wir dann hier ein bisschen Schnee reinmachen. Sehr gut. Wenn es dann kalt genug ist, ist da Schnee. Nice. Ah, noch nicht genug. Vielleicht muss ich den doch ein bisschen größer machen, den Radius. Dann wird es halt auch kälter außenrum und dann gibt es mehr Schnee. Ach, come on. Wenn da jetzt auch noch Schnee ist, dann seid ihr doch zufrieden. So, dann sind die hier natürlich falsch eingestellt. Isabel Bär. Und auch hier Isabel Bär. Sehr gut. Dann brauchen die noch ein bisschen Lebensqualität. Isabel Bär. Haben wir was für den? Ja, wir haben hier so ein Shopper-Ding. Und einen Eisblock. Ah, dann sind die auf jeden Fall zufrieden. Wie sieht's bei euch aus? Das ist ein Jungtier. Ich meine, warum nicht, ne? Die sind zufrieden. Ist das der... Okay. Das Schuppentier lebt auch noch mit hier drin. Warum nicht, ne? Warum nicht?
Dann haben wir jetzt nur noch den taiwanischen Schwarzbären, der einen Platz braucht. Dass wir dann hier reinkommen. Schwarzbär. Oh, das heißt der Bär. Schwarzbär. Sehr gut, wie sieht es eigentlich aus? Sind die Elefanten zufrieden? Hm, tatsächlich. Hätte ich nicht gedacht, dass die so zufrieden sind. Boah. Regen lässt das Spiel auf jeden Fall richtig hart ruckeln. Brauchen wir nur noch Lin-Lin dann. Nimm das geschenkte Exemplar der Tierart große Panda auf und platziere es, okay. Und dann sollen wir... Okay, ja. Also wir brauchen eigentlich nur noch den Panda-Bären dann. Wir verdienen Geld. Das ist auch noch wichtig. Verdienen sogar sehr viel Geld. Dann könnte man darüber nachdenken, den Panda-Bären mit hier reinzusetzen. Sodass die einfach nur zufrieden sein muss. Jede Wette, der Schwarzbär braucht dieselben Sachen wie die Isabellbären. Da brauchen wir noch ein bisschen Kletterstuff, ne? Tierkletterrahmen. Der klettert halt auch noch ganz gerne, der Schwarzbär. Muss ich mir irgendwas ausdenken. Wann kommt denn der? Wann wird denn da geliefert? Tier ist gestresst, ja, okay. Forschung, sehr gut. Weiter für die Schimpansen. Wir können jetzt eigentlich mal hier was für die... Ich weiß es nicht. Für die Skorpione erforschen. Und Gäste denken, dass die Tickets sehr günstig sind. Ich denke auch, dass das hier mittlerweile ein sehr günstiger Zoo ist. Da kommt der Schwarzbär. Vielleicht ist das auch gut genug für den hier. Versteckt er sich da drin? Quinn braucht mehr Platz. Will Quinn mich verarschen? Quinn will mich verarschen. Und zu wenig Gras kurz gibt's. Sehr gut. Wo ist denn hier begehbarer Bereich? Aha. Da ist also das Problem, dass wenn er hier hochgehen kann, dann hat er deutlich mehr Platz. Machen wir noch so. Sehr gut. Was brauchen wir noch? Er braucht noch Tropen und Gemäßigt. Gemäßigt und Asien. Das sollten wir hinkriegen. Wir hätten auch die kleinen Pandas mit dem zusammen machen können, glaube ich. Gemäßigt und Asien. Und am besten kletterbar. Sehr gut. Weil wenn das dann ist, dann kann er damit klettern, darauf klettern. Wo ist er denn jetzt? Versteckt sich hier in diesem hohen Gras hier. Möchte gerne wissen, ob du zufrieden bist. Jetzt komm raus. Da ist er. Ja, noch nicht ganz. Noch ein bisschen mehr. Hier so eine dicke Buche hier rein. Halte ich für ein Gerücht. Machen wir mal so einen rein. Den Baum. Hier so einen. Und auch nochmal so einen. Die finde ich auch ganz niedlich. So einen, wir sind ja hier in Japan. Da kann man auch ruhig mal Kirschblütenbäume reinmachen. Sehr gut, das beißt sich natürlich jetzt. Egal. Er ist zufrieden. Dann sind wir auch zufrieden. Haben wir schon Fressen hier für den... Wie heißt denn der? Taiwanischer Schwarzbär. Bis jetzt noch nicht. Dann kriegt er hier noch ein Tablett und er bekommt ein bisschen Wasser.
Sehr gut. Und dann sollte er zufrieden sein. Und dann können wir eigentlich den Linlin hier mit reinmachen. Oder? Ich würde es mal machen. Ich würde es mal versuchen. Weil das müsste das Letzte sein, was wir brauchen, um Gold zu schaffen. Weil das insgesamt Wohlbefinden könnte dann 80% sein. Ansonsten muss ich noch schnell ein Gehege für sie bauen. Tier ist am Verhungern. Mittlerweile nicht mehr. Das heißt, sie haben Essen gekriegt. Oder? Können wir hier nicht einen Tierpfleger kriegen, bitte? Der denen hier Futter gibt? Auch mal vernünftig Futter gibt? Scheinbar geht das nicht. Ist Linden da? Wunderbar. Da bin ich mal gespannt, was passiert. Jetzt muss Linden nur noch 80% haben. Hat sie noch nicht ganz. Qualität der letzten Mahlzeit. Stress geht auf jeden Fall runter. Jetzt haben wir es geschafft. Weißt du, ich fasse es immer noch nicht, dass uns die Ehre zuteil wurde, Linlin kurz beherbergen zu dürfen. Sie ist ja fast ein internationaler Superstar. Scheinbar hat sie sogar einen Buchvertrag. Jedenfalls kann man getrost sagen, dass Herr Meyers Versuch, dich als Sündenbock zu missbrauchen, fehlgeschlagen ist. Aber das scheint für sein ganzes Tun zu gelten. Seine Zoos gehen an allen Ecken und Enden den Bach runter. Wenn sie nicht wegen schlechtem Management schließen, werden sie von den lokalen Behörden beschlagnahmt. Ihm sind so viele Tiere entkommen, dass in einem seiner Zoos angeblich kein einziges Tier mehr echt war. Und es waren nicht einmal überzeugende Fälschungen. Hauptsächlich bestanden sie aus Pappmaché. Oh, je früher dieser Mann keine Geschäfte mehr machen kann, desto früher werde ich erleichtert aufseufzen. Die riecht sich auf jeden Fall auf. Ja, nice. Das haben wir ja gut geschafft. Also bis auf dieses Problem, wo die Gäste kurz stuck waren, habe ich das eigentlich dann doch noch ganz gut hingekriegt. Wir sind auch richtig gut weggeschrammt hier mit dem Geld. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen und gerne in der nächsten Folge wieder reinschauen. Wir sehen uns. Bis dahin, haut das mal rein. Tschüss, Leute.